Das Auge des Eichsfeldes wird er auch genannt, der Seeburger See östlich von Göttingen. Besonders viele Vogelarten leben hier. Doch die Idylle trügt. Und was sie bedroht, wollen IGS-Schüler aus der nahen Stadt dokumentieren. An der Hauptkamera Grischa. Zweite Kamera Malte. Als Reporterin dabei Lea. Ihr Interviewpartner ist Landschaftsplaner, ein Fachmann für Konflikte zwischen Landwirtschaft und Naturschutz, um die es in dem Film gehen soll. Toncheck. Lea? Lea, sag noch mal was. Ja? Hallo? Alles gut? Okay? Ja. Die Kameras anlaufen. Ja, alles gut. Läuft. Ja. Am Teleprompter Projektleiter Herbert Dohlen. Er macht seit Jahren Filmprojekte mit Jugendlichen. Mit den IGS-Schülern hat er die Landwirtschaft und die Natur rund um den Seeburger See gefilmt. Denn der droht wegen der Düngemittel von den Feldern regelmäßig umzukippen. Heute sind Experteninterviews dran. Wenig später noch ein zweites. Bist du aufgeregt? Nee. Fragen Sie nicht mal. Auch Grischa konzentriert sich aufs Wesentliche. Dass ich die beiden Interviewpersonen von der Gürtellinie circa bis ein bisschen über dem Kopf drauf habe und dass man alles gut sieht. Der Blick durch die Kamera lässt Tiere und Pflanzen näher rücken. Eine tolle Ausrüstung macht Lust darauf, die Natur zu erforschen. Grischa verschwindet dazu in seinem Tarnzelt. Und tschüss. Und in einer ganz anderen Welt.